Und dann kommt ein Pärchen zu dir und setzt sich zu dir an den Tisch. Du hast wohlweislich etwas abseits geparkt. Ist aber der einzige freie Platz. Du hast den Whisky in der Hand und überlegst dir, wie lange das noch gehen soll. Das Pärchen setzt sich. Er, ein wanderndes Replik einer lebenden Men's Health und GQ-Ausgabe. Durchgestylt nach allem, was man von heute laut Magazinen braucht. Ein Hauch Metrosexualität liegt in der Luft. Sie, bumsbar, Mitte 20, wandernde Werbung für Dolce, Gabbana, Gucci und wie der ganze Scheißer noch heißt. Man sieht deutlich, Sex and the City has fucked my mind. Und sie glaubt, es spiegelt die Realität wider. Ähnlich verläuft zwischen Cocktailgläschen und Aperol Spitz das Gespräch. Er zu ihr. Na Schatz, morgen früh auf dem Golfplatz? Sie zu ihm. Vielleicht Mitte 20. Ja, bumsbar. Ja, ich muss dringend mein Handicap verbessern. Ich hab's so nötig. Ich hab's so nachgelassen. Sorgender Blick in meine Richtung. Spielen Sie auch Golf? Wie kann sich ein Mensch in so einem Alter, also, ja, wie geht, so wegwerfen, dass er golft? Hinterher gehen wir noch zu Fernsehköchen. Das wäre ganz schlimm. Also nochmal. Spielen Sie auch Golf? Wie ist denn Ihr Handicap? Nein, ich ficke noch und schaffe alle Löcher. Feierabend!